Ja. Bleibt dem Ärger fern und die. So, ich glaube, ich muss mit dem Typen oben reden. Ich höre. Wunderbar. Es gibt hier schon Touristen. Mit dem da. Bin ich mir fast sicher. Geht's wunderbar. Ja, es gibt hier schon Touristen. Das ist Takon. So. Zoras? Nein. Anorat? Die Geräte in der Enklave spielen förmlich verrückt. Aber mein Gefühl sagt mir, dass Manorat noch am Leben ist. Zoras ebenfalls. Wir müssen etwas unternehmen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Jedoch, was ist mir ein Rätsel? Es gibt einen Hellseher in den schattigen Wäldern in Nursil. Vielleicht kann er uns weiterhelfen. Winder, geht zu ihm. Sein Name ist Hertrog. Ihr werdet die schattigen Wälder durchsuchen müssen. Sie liegen südlich des Irluan-Hochlands. Okay. Hakon meinte, eine Möglichkeit herauszufinden, was mit Manorat und Zoras geschehen ist. Wäre denn in Hellseher Hertrog in den schattigen Wäldern aufzusuchen, die sich südlich des Irluan-Hochlands und östlich der Weißen Weiden befinden? Moment, oder was? Das stimmt nicht. Die Weißen Weiden sind doch... Ist doch das hier, oder? Es hieß ja... Nein, nein, hier. Das hier sind die Weißen Weiden. Es hieß doch östlich von den Weißen Weiden ist doch das hier. Südlich des Irluan-Hochlands. Und östlich des... Hä? Das geht gar nicht. Östlich von hier? Und südlich von hier? Das wären ja die Ruinen von Okona. Oder wie? Hä? Und hier steht aber nur südlich des Irland-Hochlands. Schattige Wälder. Also wahrscheinlich hier. Weil hier ist ja nur Gebirge. Dann würde ich da einfach mal hingehen, Leute. Das heißt aber, wir können mal wieder nach Hause. Ich höre. Wie wunderbar. Ihr riskiert euren Hals. Bleibt dem Ärger fern und ihr werdet nicht verletzt werden. Das ist ein Wolf, auf den habe ich keine Lust. Und jetzt sparen wir wieder Ausdauer. Gral könnten wir dann noch mal ein bisschen verkaufen. Bleibt dem Ärger fern und ihr werdet nicht verletzt werden. Ja. Jetzt nicht. Ich habe keine Zeit für euch. So, wir gehen jetzt erstmal verkaufen bei ihm hier hinten. Der hat nämlich mehr Geld. Ja. Haltet euch vom Ärger fern und ihr werdet nicht verletzt werden. Ja. Handel. Das ist zu viel. Das geht. 1075 mal 1,2 wären 1290. Haben wir gleich.
Gleich sind wir bei 90. So geht es schneller. Na komm, nimm das endlich. Endlich. So, dann müssen wir noch reparieren. Das geht. Ja. Dann nehmen wir jetzt noch Zeug mit, Leute. Wir haben ja hier in der Hütte, haben wir ein bisschen... Oder... Ach komm, wir lassen es einfach. Wir haben das Spiel wahrscheinlich eh gleich durch. Ich dachte eigentlich, wir hätten es jetzt durch. Jetzt ist da ein Pestwolf. Natürlich hat er uns gesehen. So, wir gehen erst nach Hause. Ein bisschen was hätte ich jetzt zum Ablegen. Hier war jetzt zuletzt ein Reh, glaube ich, oder? Das heißt, wir könnten jetzt einfach weitergehen. Eine Ratte. War leider doch nichts mit einfach weitergehen. Aber wir gehen jetzt erst nach Hause. Ein Umweg hierher und dann hier hoch. Oder gleich hier rüber. Wir gehen gleich darüber, Leute. Geht schneller. Wenn nur wenigstens die Teleportationszauber funktionieren würden. Ich glaube, dann hätten wir das Spiel schon längst durch. Hatte ich hier nicht mal irgendwo was liegen? Scheint alles weg zu sein. Ein Pestwolf. Prozent funktionieren sofort ohne Fehler und der Rest und die 80% die nicht oder was? Holen wir uns den Bären auch gleich. Das ist ein Waldbär. Ist es ein Waldbär? So, da ist die Festung. Da müsste dahinter auch gleich die... gleich eine Montar sein. Wo wir theoretisch auch nochmal kurz verkaufen könnten.
Ich habe den Schlag schon gehört, Leute. Da ist Adamantar. So. Wir hatten ja den... Unser Händler war der links dort, oder? Wie wunderbar. Reisen. Das da war, glaube ich, unser Händler. Ihr riskiert euren Hals, wenn ihr hierher kommt. Wie viel Geld hat der? 1400. Ja, das reicht nicht. Schade. Ihr riskiert euren Hals, wenn ihr hierher kommt. Ich hätte die Waffen zu Hause lassen sollen. In Gral. Mist. Naja. Wie heißen die? Frostseele und frostiges Unheil. So. Oh Himmel. Habt ihr euch diese Kleidung von einem Dual? So, jetzt müssen wir hier runter nach rechts zur Haltestelle und dann können wir hierher reisen und dann können wir uns hier umsehen. Ist sonst immer ein Bär. Ach, das ist jetzt eine Ratte. Perfekt getarnt unter den Steinen. So, da hinten ist dann das Bahngleis. Genau, jetzt kommt erstmal wieder der Bauernhof. Und da vorne jetzt dann das Bahngleis. Und dann sind wir eh schon bei der Haltestelle. So, das Reh lassen wir. So, ist der auch weg? So, und bis zum Weg da vorne sollte unsere Ausdauer wieder voll sein. Der Wolf ignoriert uns hoffentlich. Jetzt hat er sich da hinten versteckt. Den hätten wir von da aus, wenn ich jetzt nicht drauf geachtet hätte, von da aus hätten wir den wegen dem Busch hier wahrscheinlich nie gesehen. Okay, hätten wir doch. Ja. Zugführer, wir warten noch kurz wegen der Ausdauer. Gleich ist sie voll. So, reisen zum Irulan Hochland. Ja. Da links ist ein Reh, das ist sehr schön. So. Nur so, Grafschaft Adamantar. Vielleicht ist es der Typ hier. Der da, vielleicht ist es der. Haltet euch vom Ärger fern. Und ihr werdet nicht verletzt werden. Mist, ich hab den Sprung irgendwie nicht geschafft. Mist.
Fischer Albrecht. Nein, das ist der nicht. Okay. Gehen wir hier entlang. Vorne ist ein Wildschwein, ein wilder Keiler. Ein Pestwolf und ein Bär. Das ist ein Hase, das ist auch ein Hase. Holen wir uns den Bären. So, das hier müssten doch jetzt die schattigen Wälder sein, oder? Denke ich mir zumindest. Was? Wieso hat der überlebt? Da, der ist gestorben. Ich gehe da mal hoch, Leute. Ich habe irgendwie das Gefühl, da oben ist er. Ich meine, was sollte sonst hier oben sein? Okay, hier ist er nicht. Denn hier ist nichts oben.